Kobi, die Klarinettistin, klettert auf ihren Stuhl und glotzt unbeweglich ins Publikum. Diese verdammte Kurzsichtigkeit, ist das auf dem Hut der dicken Dame nun ein Grashüpfer oder nicht? Der Magen knurrt. Kobi klettert wieder vom Stuhl herunter und glotzt nochmal von dort. Nichts, nur verschwommene Farben und ebenso ein kleiner grüner Fleck. Der könnte ein knuspriger Grashüpfer sein oder aber auch nur ein Blatt. Kobi dreht sich hilfesuchend zum Xylophon, aber der Xylophonist ist in seine Musik versunken und hält die Augen geschlossen. Kobi klettert nochmal auf den Stuhl, glotzt den Hut der Dame an. Die Dame bewegt sich unter diesem stierenden Blick etwas unbehaglich und dann plötzlich hüpft der unscharfe grüne Fleck vom Hut der Dame auf den Schnurrbart des Herrn zwei Stühle weiter. Auf und hüpft hinterher. Der Herr mit Schnurrbart ruft erschreckt: Was? Kobi ergreift mit der einen Hand die Krawatte und mit der anderen den Grashüpfer. Der Xylophonist ist immer noch in die Musik versunken. Die Dame mit Hut fällt in Ohnmacht. Im Publikum bricht ein Tumult aus. Alle stürmen zum Ausgang. Der Xylophonist schimpft mit Kobi. Doch diese sitzt seelenruhig auf ihrem Stuhl und kaut mit verträumtem Blick an ihrem Grashüpfer.